Arsch, würde ich sagen. Was ist denn hier? Tor kann er auch, ey. Knirsch, klapp. Der kann kein Feuer. Oh, der Tier. Sehr schön. Ist ja süß. Ich finde es gut, dass es da auch so Element-Thematik eingebaut hat. Man erkennt es ja nicht alle, finde ich. Aber den Großteil, den kriegt man doch mit. Willkommen weiter. Komm mal hier rein. Das lädt. So, dann haben wir die Schalter jetzt aktiviert. Und dann können wir jetzt los hier. Hier steht ein Buch mit dem Titel Der kalte Kaffee ist am Samsten. Vor langer Zeit lebte im Eisenhorn ein schwarzer Wurm, welcher die Bewohner von Vernal in Angst und Schrecken versetzte. Eines Tages besiegte ein tapferer junger Mann den Drachen im Kampf. Danach sperrte er ihn in Eis zu des Schneefels ein, dass er sich nie wieder befreien könne. Dieser Große hätte sich schon vor langer Zeit verschieden. So
wird die Bestie jemals aus ihrem eisigen Gefängnis ausbringen, wird sie ihr grausames Auge ganz sicher erneut auf Fernland richten. Der lebt ja theoretisch auch wieder. Der lebt ja prinzipiell dann wahrscheinlich eigentlich auch wieder. Gucken wir mal hier. Das hohe Lied des Zaubers, Buch 2. Das muss Hang, das Schloss des Zaubers sein, von dem der mit in Klatschmandu erzählt hat. Er trägt das Mantra vor, das er von dem Mönch gehört hat, und der Schutzzauber des Buches wird aufgeräumt. Tarn schlägt es auf und liest es. Gewährt mir eure Kraft, damit ich diese andere Welt und eure Kinder, ihre Völker vor den üblen Machenschaften der abscheulichsten, bösartigsten aller Bestien, dem Finsteren, beschützen kann. Das muss ein Teil der Beschwörung sein, die Hagen verwendet hat, um seine Magie noch mächtiger zu machen. Traumas prägt sich genau ein. Sturm aus dem Norden, die wilden Wikinger gelten vielen als der Schrecken der Nordmänner. Man erkennt sie sofort an ihren brutalen und markerschütternden Kriegsschreien. Sie sind dafür bekannt, gerne zu plündern. Es gehen Geschichten um, auch sie jeder Stadt und jedem Dorf ärgeres nichts als Chaos und Wüste umbrechen. Doch die blutzurigen Räuber machen nur einen geringen Teil dieses zähen Volkes aus. Die meisten von ihnen sind ehrliche Männer und Frauen, Händler mit bemerkenswerten Fähigkeiten. Zu dir ein Vertreter dieses Stammes begegnen, so grüßt du mit einem herzlichen Lächeln und falls möglich reicht ihm einen vollen Becher, dann gewinnt ihr einen treuen Verbündeten fürs Leben. Der schlimmste Fluch, Tanz. Meine Geschichte beginnt völlig harmlos. Vielleicht begegnete ich eines Tages einem Trickkünstler. Hat er mich nicht gesehen. Also schlich ich mich vor lauter Neugier heran und lugte unter seine Robe. Sofort bemerkte er mich und erzürnte. Wie könnt ihr es wagen, mich so zu beschämen, brüllte er. Ihr werdet schon bald sehen, was ihr davon habt. Dann lief er davon. Seit diesem Tag besteht mein Leben aus einer peinlichen Situation nach der anderen. Zweifle nicht daran, dass dieses Werk des Trickkünstlers und des Fluchs ist, mit dem er mich belegt hat. Wenn ich zu beten beginne, muss ich auf dem Abort. Versuche ich mit einer Dame zu reden, vergesse ich, was ich sagen soll. Und im Kampf werde ich überwältigt von Gedanken und frühen Niederlagen. Denkt an meine Worte, werter Leser. Dies ist der peinlichste Fluch in ganz Erde. Ich nenne ihn Scheupoppen. Ach, selbst für meine Vorstellungsform muss ich mich mittlerweile schämen. Und während ich dies hier schreibe, merke ich, dass meine Hose die ganze Zeit offen war. Vor diesem Fluch sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Ja, es gibt Sachen, die sind nervig ohne Ende. So, ich will hier gar nicht groß kämpfen. Komm! Kegel, der grüne Smart-Kegel. Genau, gehen wir in die Treppe. Mal wieder ein Boss wartet auf mich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich werde nicht gerne von hinten an ihrer Rampe. Ein Jagdroboter der Finsternis. Ach, da war das. Energieschub für Talons. Gib ihm. Spritz ihm die Drogen. Gib ihm den Schwertern. Another day, another victory. Sehr schön, Jade hat Level Up. So ein Glück. Tarns erhält ein Buch, Anleitungsbuch mit dem Titel Mode für Meister. Okay, kennen wir schon. Kennen wir das schon? Das muss Hagens Verschwörung Zauberbuch sein, von dem der Mensch in Klatschmandu erzählt hat.
Er trägt das Mantra vor, das er von dem Mönch gelernt hat. Und der Zuschauer des Buches wird aufgehoben. Tarn schlägt es auf und liest es. Verleiht mir eure Macht. Kurzlebig und vergänglich, grandios und blendend. Lasst euer glorreiches Licht auf mich herabbringen. Tarn prägt sie sich ein. Ich lese jetzt den ganzen Satz dann nicht unbedingt vor. Das sagt mir sogar tatsächlich was mit den Ringen. Kenne ich also. Genau, kurz noch an dem hier vorbei. Schön und gucken, wir wollen kein Buch übersehen. Haben wir auch noch ein Büchlein? Kurios Hürden ist verloren können. Das kennen wir dann schon. So, dann haben wir die Treppe hier. Also ich führe uns erstmal nirgendwo hin. Ist hier noch ein Buch? Nope. So, und dann erstmal den The Green Button. So Mühe geben, da kann man gar nicht runterfallen. Was haben wir hier? Lehren des Tristans, Geheimnisse des Firmaments erkennen. Er versucht, aber irgendwas sagt ihm, dass er davon nicht ganz bereit ist. Aber das ist gemein. Ich sehe mich aber dafür bereit. Ich bin dafür bereit, das zu lesen. Warum darf ich nicht? Das ist gemein. Aha. Ja, das hatten wir schon.
Und komm, was haben wir hier? Die schon weggehauen, die Jagdroboter. Ich glaube, ich kann es runter einfach erstmal wieder. Das ist nicht gerade Glücksrunde. Ah, der erste Teil. Er hört mich, oh Geister des großen Reichs von Erdria, Reich des grenzenlosen Himmels, der unermüdlichen Meere und unendlichen. Hört meinen Ruf, das muss ein Teil der Beschwörung sein. Du hast alle drei Teile des Hohelieds des Zaubers gelesen. Kehre nach Klatschmann zurück und berichte dem Lernen. Also schön, was du erfahren hast. Das ist vollständig. Klatschmandu. Klatschmandu ist auf der letzten Seite, oder? Yep. Der war ja gleich am Anfang. Für das andere brauchen wir noch ein bisschen was. Da muss ich noch ein bisschen was überlegen. Zu den Ladescreens nicht den Stick festhalten. Das führt zu Steuerproblemen. Und hat uns, habt ihr alle drei Bände von Hagens Rosenwerk gefunden und gelesen? Ja. Erhört mich, o Geister des großen Reichs, des grenzenlosen Himmels, der unermüdliche und unendliche. Ihnen hört meinen Ruf, gewährt mir eure Kraft, damit diese anmutige Welt und eure Kinder, ihre Völker von den üblen Machenschaften, der abscheulichsten und bösartigsten aller Bestien, dem Finstern beschützen kann. Verleiht mir eure Macht, kurzlebig und vergänglich, grandios und blendend. Lasst euer glorreiches Licht auf mich herabbringen. Das ist also der Zauber, mit dem man unermessliche magische Kräfte entwickeln kann, wenn man ihn beherrscht. Ich bin nicht ansatzweise erleuchtet genug, um seine Auswirkungen zu spüren, aber bei einer erfahrenen Weise wie Fürst Bodo wird er bestimmt Wunder wirken. Fürst Bodo, wenn ihr so gut werdet. Bodo trägt Hagens Beschwörung voller Inbrunst vor und fühlt sich plötzlich, als würde Erdres gesamte Kraft durch seine Adern strömen. Seine magische Macht und Heilkraft erhöhen sich um je 50 Punkte. Fürst Bodo, ihr seid wahrlich ein Titan des Arkan. Ihr habt die Mysterien von Hagens Beschwörung nach nur einmal gelesen gemeistert. Der Großzauber ließ diese Bücher zurück, um sein Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Er wäre zweifelsohne äußerst erfreut darüber, dass ihr seine Tradition fortführt. Auch ich bin äußerst demütig auf der Möglichkeit, die Geheimnisse eines solch legendären Helden zu stellen. Ich danke euch, Lichtbringer. Geschafft, sehr schön. Bodo, 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 du bist jetzt noch mächtiger. Was haben wir denn eigentlich noch so?
Oh, Jade. Da kann man nochmal gucken. Das reicht für einen rosa Orkan. So, Missionsverzeichnis. Wir haben hier noch eine Menge. Ja. 10 Talentsamen. Mandala. Gehen wir mal nach Mandala. Teleportation. Na, wo ist denn Mandala? Bin ich jetzt blind? Da. Ich dachte schon, ich sehe das jetzt nicht. Mandala. Auf geht's. Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner.